Leute, Martin, du weißt ja, immer auf den Boden gucken. Ich habe hier einen Bohrer gefunden. Oder einen Bohrkopf, ne? Bohrkopf. Und schaut mal hier. Das hier ist auch ein Bohrkopf. Den hat man hier als Verankerung für Handgeländer genommen. Und wenn es hier also Bohrer gibt, was gibt es dann auch noch? Was gibt es, wenn es Bohrer gibt? Löcher. Löcher, genau. Und diese Löcher wollen wir euch heute zeigen. Wir haben uns aufgeteilt. Der Starke und die Schwachen. Wir atmen um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Leute, wir müssen schon einen Telefonjoker anrufen, weil wir den Eingang nicht finden. Und wir haben jetzt vielleicht schon, aber nicht das Bauwerk, wo wir rein wollen. Wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde Helligkeit. Und ihr seht, das kann ganz schön gefährlich werden, wenn wir hier im Dunkeln rumkrakehlen müssen. Aber ich vertraue auf deine Spürnase. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Runter, also der war. I just wanna make you sweat. Dann geht der hier runter und der. Ja, pass auf, der kommt von oben. Let's go. Alles für die Kamera, weißt du? Es geht nicht gerade, nicht tief rum. Wir haben das schon geprüft. Probier, da wo du für dich den einfachsten Weg findest. Aber der ist eigentlich ganz gut, ne? Einfach, ja. Ja. Der ist ein bisschen träge. Ne? So wie ich. Ja, machen wir dann mal. Ne? Nimmt der schon auf, ja? Ja, nimmt schon auf. Hängt an, der biegt sich ein bisschen, ne? Das ist schon wieder crazy, Alter. Immer durch die Kamera. Boah, jetzt hält der Baum nicht? Ja, hält nicht, hält nicht. Scheiße. Sicher. Geil. Mega, Alter. Gib mal einen durch. Alter, das hat richtig Spaß gemacht. Wir hätten immer noch aufgeklärt werden. Danke. Aber wenn wir uns jetzt was versauen, ist vorbei. Leute, das war voll lustig. Oder? Sowas macht Spaß. Ja. So, der letzte, den bringen wir jetzt auch noch gesund runter, Leute. Das war so lustig. Wie viel Meter? 3,5? 5? 5, 8. 2,50 Meter. Naja. Du bist, ja doch, 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 ja. Ja, ja, ja. 3 Meter. Armlänge Abstand. Nicht, das bringt nichts. Direkt rein in den Bann. Ja, einfach runter jetzt. Mach doch runter, die Arme nach unten, dass du erstmal runterhängst. Und dann kannst du mit den Beinen rum. Tiefer, nur mit den Beinen einfach festhalten. Haben wir die Helme über? Ja, ne? Die sind im Rucksack, die sind sicher. Und jetzt schön da drum, wie so eine Gazelle. Geil, Alter. Und schön rutschen wie bei Feuerwehr. Mega. Übertrieben Mensch. Ich will jetzt die Doppelfinger sehen. Die Doppelfinger. So, oder? Ja, die Doppelfinger. Das ist ein Finger. Ich hab nur einen also. Ich bin behindert. So, mein Freund, ich hoffe, ihr feiert das, wenn wir solche geilen Aktionen machen, weil das war mal richtig funny. Ich glaube, Leute, das wird mein neues Lieblingsvideo. Das macht so Laune gerade hier. Geil, unter uns ist der Stollen. Der Stollenmundloch, sagt man auch. Nee? Jetzt genau über den Stollen. Oh. Wir sind jetzt über den Stollen. Über den Christstollen. Würde der Alessandro sagen. So, und jetzt ab hier ist dann alles einfach. Hier haben wir nämlich nette Treppchen. Die Leute sollen noch mal sehen, was wir hier gerade machen. Wir gehen auf einer Treppe, die teilweise komplett schon durchgerostet ist. Hier zum Beispiel. Ja, versuch das runter. Hackt! Hackt höher. Guck mal, wie sie sich gebogen hat.
Alter, das bricht nicht ein. Hör mir. In den Schlund des Todes. Alles gut? Ja. So, ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, warum die Kamera in der Hand nicht durchgehend aufgenommen hat. Aber ich zeige euch jetzt mal, wo wir reingegangen sind und was wir hier gerade vorfinden. Hier ein richtiger geiler, schöner Verbruch. Und alter Schwede, sieht das geil aus. Oh, das wird den Maximilian ja gefallen, ja. Max, wenn du das siehst, das erinnert mich gerade an unsere gemeinsame Zeit, die wir hatten. Boah. Also hier seht ihr auf jeden Fall den Ausbau für eine Uferlagerung in einem bergmännisch aufgefahrenen Stollensystem. Oh, 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 oh. Das ist nicht von schlechten Eltern, was ich da sehe. Das ist echt krank. Oh, Fledermaus. Oh, oh, oh. Nicht schubsen, ne? Alter, geht das da tief runter. Da ist das Ende. Hier ist es gut durchlüftet, zum Glück. Ist deutlich über 30 Meter. Was hast du denn entschieden? Dass wir das nicht machen, weil es zu tief ist. Wir haben den ganzen Tag schon in den Knochen. Ihr seid jetzt auch nicht so fit im Seil. Und es liegt loses Gestein. Ja. Das könnten wir mit runterziehen. Und wir haben hier nicht die wirklich guten Ankerpunkte. Also wir müssen welche anbringen. Ich habe natürlich keine Bohrmaschine. Nicht. Das ist ein alter Metallträger. Bitte? Das ist noch so ein verrosteter Metallträger. Den nehmen wir. Ja, aber da muss ja auch erstmal hinkommen. Ja, passt aber auf, wenn du das bitte. Natürlich. Weil das ist echt tief. Ich nehme mal ein Steinchen mit. Ey, nicht hinter mir. Da, ich vertraue euch nicht. Was? Kann einer mal leuchten, bitte? Okay, eins, zwei. Das ist doch gar nicht so hoch. Das sind vielleicht 17 Meter. Mhm. Okay, und es ist arschglatt. Und man sieht nicht das Ende. Wir wollten hier eigentlich runterkrabbeln, kraxeln. Aber es... Hier ist aber auch nichts zum Festmachen, ne? Das Ding ist durchgerostet. Unterschätzt. Nur mal zum Verständnis, Leute. Wir haben hier Marschgepäck in knapp 45... Wie viel Kilo haben wir mit? 45 Kilo haben wir ganz gut mit. Inklusive meinem Helm, der alleine schon 7 Kilo wiegt. Also das Ganze war hier, damit ihr das versteht, das war das Lüftungsbauwerk. Hier stand die Lüftung drin, die Lüftungszentrale, das geht auch noch ein Stück weiter. Ja. Das war der Kamin nach oben, also über uns ist das Lüftungsbauwerk. Mhm. Und das wurde nachher dann aber auch für den Ofen benutzt, weil hier wurde ja, hier unten war eine Raffinerie drin, DAX 2. Mhm. Ja, also gegen ihr Willen eigentlich Raketenforschung Peenemünde sollte hierhin verlagert werden. Riesengroß und weil das dann nicht mehr machbar war, hat man dann halt hier die Raffinerie reingemacht. Ne? Ist das also schon Uferlagerung hier, was wir sehen? Das ist schon Uferlagerung. Das ist alles Zweite Weltkrieg. Okay. Alles. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt runter und gehen über den Schlüssel da rein. Wo geht's gerade aus? Ist das Ende dann irgendwann? Ja, irgendwann kommt dann, gehen wir weiter einfach. Mhm. Weil wir wollen natürlich auch alles zeigen, Leute. Und ich bin ja so ein Freund, ich gehe gerne einmal hin und habe dann wirklich alles gesehen. Außer bei den Maginot-Bauwerken, das ist einfach in meiner Kondition einfach nicht machbar. So, und hier, wie gesagt, waren Elektromotoren mit Verbrennern aufgestellt als Kraftwerke. Lüftung. Lüftung, hier, Lüftungsbauwerk. Okay, also ohne Strom. Die haben externen Strom bekommen. Ja, ja. Ah, okay. Stromversorgung lief extern. Alles klar. Hinten haben die einen Generatorstollen. Ah, okay. Auch ein Riesenstollen. Ja. Und da standen die dicken Generatoren drin. Verstanden. Die haben hier für die Energie. Alter, alleine dieses riesige Teil für die Belüftung. Das ist schon brachial. Das ist wirklich eine brachial. Eine große Anlage. Wie gesagt, wir sollten die gesamte Raketenforschung in die Münde rein. Verdammt. Oh, bist du schon mal hier lang gelaufen? Nee. Vertraust du dich? Nach unten. Nee, auf gar keinen Fall. Guck mal, da liegen ganz viele komische Sachen. Ja, aber das kann auch nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Könnte. So, da bin ich mal hinten durchgekommen und dann kommt Wasser. Okay. Ja, ich weiß nicht, das dann werden wir das jetzt nicht. Ihr seht ja, hier ist die,
der Ausbau. Ne? Mhm. Also hier hat man noch ein Stück Stahlbeton reingezogen, das war's. Ja, für die Befestigung, ne? Oder war das mal ein Ausgang hier? Ja, ne? Nein. Hier hinter uns ist noch mehr. Okay. Wir haben jetzt schon 20 Meter Berg vor uns. Wow. Und wenn nicht sogar noch mehr. Vorsichtig, hier ist ein Loch. Monsieur. Oh, das ist auch. Er geht auch nach unten. Aha. Also jetzt schon sehr interessant, das Bauwerk, Leute. Und auch wenn wir uns jetzt nicht abseilen, unser Leben geht natürlich immer vor. Wir wollen euch noch ganz, ganz viele weitere solche... Das ist dabei, also man muss auch sagen, ich habe nur 50 Meter Seil dabei. Mhm. Und jeder von uns müsste den Turn nach unten alleine machen. Ich hatte das nicht so tief in Erinnerung. Ich war mal hier kurz drin, das ist 2 oder 3 Jahre mittlerweile her. Und wir brauchen hier schon oben genug Seil, um das überhaupt in den Ankerplatz herzustellen. So, und dann muss jeder alleine an dem Seil runter. So wäre ich immer mit einem gemeinsam runtergegangen. Aber alleine so eine Tiefe, das ist schon hart. Weil ihr seid einfach irgendwann in dem Dunkeln verschwunden und da kann euch keiner mehr helfen. Das stimmt. Ach, du bist auch dabei. So, herzlich willkommen in Zement. Eingangsbauwert können wir euch nicht zeigen, Leute. Haben wir dem edlen Spender. So, meine Freunde, also war auf jeden Fall nicht ganz einfach. Vielleicht wäre es sogar einfacher gewesen mit dem Abseilen, aber wir haben da tatsächlich keinen guten Ankerpunkt gefunden. Und Mackie hat am Ende des Tages auch die Verantwortung für uns, weil wir natürlich keine Ahnung haben und uns als Führer auch ein wenig auf ihn verlassen. Dafür haben wir jetzt aber einen weiteren Eingang gefunden und das ist wirklich bemerkenswert, Leute. Ihr habt gerade schon die Stalaktiten an der Decke gesehen und das ist absolut bemerkenswert. Wunderschön, die beiden machen sich gerade noch fresh, packen ihre Sachen ein und hier sehen wir wirklich ein kleines Meer an Stalaktiten. Und hier sieht so ein bisschen aus wie Tonerde und sobald die sich noch so fertig machen, gehe ich schon mal ein bisschen vor. Und schaue mich mal hier ein bisschen um. Also wir haben ja gestern schon eine Anlage uns angeschaut, die war schon riesig. Hier haben sie gesagt, die ist deutlich größer. Und schaut mal, wir sehen hier den Naturstein, naturbelassenen Stein und einige Bereiche mit Ziegelstein. Auch hier wieder Fundamente. Wird der Mackie uns bestimmt gleich sagen, worum es sich hier handelt. Und auch ähnlich wie in dem Bauwerk gestern. Also vielleicht Belüftung, vielleicht aber auch Strom. Also das wird definitiv ein gutes Video. Ein richtig gutes Video. Und ich habe zum Glück 2 Taschenlampen mitgebracht, weil der Mackie schon sagte, ja. Das könnte ein bisschen dauern. So, nochmal einen Blick zurück. Und ein bisschen Gegenlichtspiele. Da vorne. Das gleiche nochmal. 1:1 das gleiche nochmal mit diesen 4 Prellböcken und locker 10 Meter hohen Decken. Was haben wir hier? Wofür sind die? Ist das Strom oder Luft? Wasser. Wasser. Ja, das ist auch nicht, aber jetzt so ein Krieg. Nee, ich meine das hier, die Fundamente. Da waren Maschinen drauf. Für Produktion. Ah, Produktionsmaschinen waren hier drauf. Das hier ist schon Produktion. Okay, interessant. Das ist der Produktionsschiff. Weiß man, was man hier produziert hat? Ja, hier hat man hier Benzin. Ne? Hier hat man ach, das ist dieses Hydrierwerk, wovon du erzählt hast? Ja, also das ist die Raffinerie. Ja. Weil man hat die Raketenforschung nicht mehr hier. Also Raketenforschung ist hier Thema. Okay. Und ihr kennt ja das Video vielleicht auf meinem Kanal. Wenn nicht, dann guckt. Ich rede mit den. Vielleicht kennt ihr das Peenemünde-Video bei mir auf dem Kanal. Wenn nicht, schaut es euch mal an.
denn da wird das Ausmaß der Raketenproduktion überhaupt sichtbar. Und wenn ihr wisst, wie groß das damals alles war, dann könnt ihr hier euch vielleicht auch vorstellen, wie groß das hier sein müsste. Das ist wie gestern, ne? Ja, klar. Das ist wie gestern. Das ist Karl Fiebinger. Das ist Karl Fiebinger. Ja. Der ist besonders mockig hier. Hoppala, hoppala. Schau mal, Leute. Karl Fiebinger. So, hier war ein Kampf. Das sind Tankfundamente, wo ich hier stehe. Schaut euch diese riesige Halle an. Boah, krass. Das ist einfach gigantisch. Und da kommt der Dachzügler. Boah, das sieht so krass aus, ne? Ja. Die kennt auch kaum jemand, ne? Die Anlage. Die ist ein absoluter Geheimtipp. Und die war so wichtig. Wo die, ja, hier wurde schon produziert, ne? Ja. Das ist Zement A, oder? Was? Zement A, oder? Zement A. Deswegen, natürlich, deswegen sehen die Sachen ja auch so aus wie gestern. Weil wir hatten ja gestern den Zement B. So, seht es mir nach, wenn ich nicht ganz auf der Höhe bin, aber das war sehr, sehr anstrengend gerade. Und auch nicht ganz ungefährlich. Mega gut, ey. Kommen wir hier wieder raus, ja, ne? Gut, dann machen wir ein Foto später. Leute, das ist eine absolut beeindruckende Anlage. Auch hier wieder abgerissen, die Zwischenwände und die Innenstruktur auch zerkleinert, so wie wir das gestern auch vorgefunden haben. Und der Beweis, hier liegt ein Teil der Zwischendecke bitumiert und hier sind die zerkleinerten Steine. Das ist so krass. Da war die Zwischendecke drauf. Es ist 1:1 identisch. Mega. Das ist richtig mega. Die Frage ist nur, warum hat man diese Sachen zerstört? Die Frage haben wir uns ja gestern schon gestellt. Und wer hat diese Sachen zerstört? Ich hoffe, der Mackie kriegt da noch ein bisschen raus. Und je nachdem, wer das Video zuerst raushaut, ich kann euch auf jeden Fall sagen, der Mackie hat immer viel mehr Hintergrundinformationen über solche Anlagen. Deswegen, falls er die Anlage vor mir gepostet hat, schaut unbedingt bei ihm auf den Kanal vorbei. Und wenn er das danach tut, dann dürft ihr euch auf viel, viel mehr Informationen freuen, als die, die ich euch jetzt heute geben werde. Aber der wird gleich bestimmt auch noch mal vor der Kamera sprechen. Hier haben wir noch richtig Holz. So ein richtiges Tor. Hier ist Ende. Und ihr seht, hier ist es überall diesig. So, wir warten auf ihn. Gut? Gigantisch, ne? Gigantisch, ne? Sehr schön. Dann habe ich halt hier, wenn wir mal messen geben, das müssten 10 Meter hohe Decken sein. Mäcki, du hast dein Patch verloren. Schon wieder? Aha. Ah, ja, super. So ein bisschen Running Gag. Der dachte nämlich gestern, hätte sein Patch verloren und ist die gesamte Anlage nochmal abgelaufen. Und dann hat er das einfach auf seinem Rucksack drauf gehabt. Nee, bei ihm auf dem Rucksack. Ach so, habt ihr gekuschelt? So. Wir haben die totale 9 Meter hier. 9 Meter. 9 Meter. Ja. Hier ist natürlich auch ein bisschen Schleim drauf, aber ein Meter liegt hier nicht. Nein. Nein, nein. Geil. Gehen wir mal. Wir haben ja grundsätzlich vorgehabt, uns abzuseilen. Deswegen versuchen wir jetzt mal unseren Backstein zu finden, den wir hier runtergeworfen haben. Und schaut mal, wie verbrochen das ist. Verschiedene geologische Gesteinsschichten. Schau mal hier oben. Ja. Dunkel. Ja, guck mal hier, wo ich stehe. Da hell. Ja, ich komme. Mega schön. Ich bin ja kein Geologe oder so. Deswegen trage ich auch keinen Helm. Die Goldadern? Ja. Die habe ich schon gesammelt. Schaut mal hier, Leute. Verschiedene Gesteinsschichten. Das ist eine Verwerfung hier, glaube ich. Ne? So nennt man das, glaube ich. Und hier haben wir ganz viele verschiedene Gesteinsschichten. Oder halt Lehmeinschlüsse, ich weiß es nicht.
und Lehmanschüsse sind wahrscheinlich gefährlich. Deswegen gehen wir mal einfach, ne? Der ist gar nicht so hart, der Stein, oder? Der ist irgendwie ganz weich. Und der Pups ist auch ganz schön weich. So, an dieser Stelle, Leute, macht das ja nicht zu Hause nach. Ja, ich bin hier in Begleitung eines Profis, eines Bergbauarbeiters, ausgebildeter Soldat mit ganz vielen verschiedenen Weiterbildungen und so weiter. Und er kann vor allem Mund-zu-Nase-Beatmung. Bedeutet, wenn mir hier unten was passiert, dann werde ich auf jeden Fall nicht ersticken. Nee, Spaß beiseite. Ah ja, stimmt, der ist Pfleger. Also von daher, er holt Mackie dann Hilfe und er pflegt mich dann in der Zeit. Nee, Spaß beiseite. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Das ist definitiv denn nicht ungefährlich. Und ihr wisst auch nicht, ob genug Sauerstoff anliegt. Mackie war ja schon ein paar Mal drin. Deswegen kennt er sich hier ganz gut aus. Und? Ja, wir gehen noch einmal weiter und dann gehen wir mal links rechts. Genau, also wir haben gerade noch mal die Karte gestöbert und wir haben herausgefunden, dass die Anlage in etwa so gebaut ist wie die Anlage von gestern, nur natürlich viel, viel größer. Und wir werden jetzt einmal nach ganz links hinten gehen, damit wir von diesem Punkt aus uns zum Eingang zurückarbeiten können. Ansonsten kann man sich hier natürlich auch verlaufen. Nicht auf Dauer, aber so ein bisschen ein Fass. Würde nicht sagen, dass das Wehrmachtsfass ist. Hier haben wir Kanalisation, sogar noch mit einem Schachtabdeckung. Alte Lampe, Zweiter Weltkrieg. Und hier ist sogar noch der Bohrer drin. Ist relativ häufig passiert, wenn der sich verkannt hat oder so. Dann hat man die eher drin gelassen, schnell einen neuen geholt und weitergearbeitet. Jo. Ja, man achtet aufs Bewährte, ne? Guck mal, hier über uns. Da hilft auch kein Helm mehr. Siehst du das? Dieser geologische Verbruch da? Guck mal da. Ja. Wenn es da ein bisschen da rum hat, das kommt bestimmt der ganze Zeit. Könnte passieren. Kann ja nicht. Ja, rechts vor uns. Okay. So, da sind wir hergekommen. Kollege Patrick kommt noch. Alte Lampe. Da sind wir reingekommen. Und wir gehen jetzt hier einmal in das Bauwerk rein. Wir versuchen uns noch zu orientieren, weil wir noch nicht 100% wissen, durch welchen Eingang wir reingegangen sind. Aber das wird's, irgendwann wird sich das schon auftun. Aufgehen, sagt man in Österreich. Ja, sind wir in der großen Kaverne? Ja, hier sind wir in der großen Kaverne, Leute. Oh, da bin ich. Ja, in der wunderschönen großen Kaverne. Kannst du mal kurz, wir müssen mal kurz bereit schlagen. Ja. Oh, das hört sich komisch an, Leute, das schmatzt so. Und hier ist alles voller Müll. Und einen Pups habe ich auch wahrgenommen gerade im Hintergrund. Der Hubert. Oh, das sieht ja nett aus. Das ist eine Rundumleuchte, ne? Das ist eine ganz normale Leuchte, würde ich sagen. Okay. Ja, ne? Für mich ist das keine normale Deckenleuchte, das ist eine Rundumdeckenleuchte, eine Fabrikleuchte. Was ganz Besonderes. Nach dem Krieg noch hier. Wir gehen jetzt hier und suchen unseren Stein. Okay. Ach, guck mal, da ist sofort links. Weißt du? Ist das das? Ich könnte mir vorstellen, dass das ist. Also vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir sind ja durch so ein kleines Gitter reingehuscht und direkt die zweite Tür links war ein, was auch immer, ein Durchgang oder so. Und dann ging es ja dann böse nach unten, man konnte gar nicht sehen, wo es dann nach unten geht. Nee, das ist ein Bruch. Ja? Ja, das ist ein Bruch.
seht, wie groß. Also sind wir aber auch vom einen zu viel zu tief im Berg drin. Ja. So, Leute, Mackie sucht noch. Und ich lasse das gerade mir noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen. Also wir sind jetzt nicht in irgendeiner Uferlagerung, wo Panzerteile oder Flugzeugteile hergestellt worden sind, sondern wir befinden uns jetzt in der Untertageverlagerung, wo Peenemünde Untertage verlagert werden sollte. Das bedeutet die kriegswichtige Raketentechnologie. Ja, ich weiß, jeder kennt V2, ist wahrscheinlich auch interessant, aber wenn man sich das einfach mal wirklich, wirklich vorstellt, die Deutschen waren mit der V2 als erste Nation im Weltall. Das wird immer so ein bisschen klein geredet und geht ein bisschen auch unter, wenn man über die Mondlandemission spricht. Aber die Russen waren zuerst mit ihrem Sputnik, die haben die erste Frau ins All geschossen. Und die Deutschen waren aber diejenigen, die das erste Mal eine Rakete, ein Objekt in den Weltall geschickt haben. Und hier in dieser riesigen Anlage sollten damals die gesamten Raketen zusammengebaut werden und auch gefertigt werden. Also es ist eigentlich unvorstellbar, wo wir uns gerade aufhalten, wie weit das damals gediegen war und wie wenig darüber bekannt ist. Und die ganzen Weltdokumentationen und so weiter, die gehen aus meiner Sicht nicht tief genug in das Thema rein. Also, ja, hört sich immer irgendwie komisch an, aber die Deutschen, sprich wir waren damals Hochtechnologie. Und auf das kann man auf jeden Fall stolz sein. Was alles drumherum passiert ist, das grenzt sich davon aus, voll grenze mich auch davon ab. Aber die Technik, da bin ich ganz ehrlich zu euch, ist atemberaubend. Und genau darum geht es hier in diesem Film auch. Und die Anlage werden wir jetzt weiter gemeinsam erkunden. Also viel Spaß. Also da will ich auch unbedingt noch hin. Aber wir gehören ja zusammen. Und deswegen schließen wir jetzt erstmal auf. Und wir haben das ja gestern gesehen und das war mir alles nicht so bewusst. Die haben ja hier in den Stollen eine Fabrik reingebaut. Ihr seht das hier. Und dann haben die hier nicht bei solchen Verhältnissen gearbeitet bzw. Gefertigt, sondern bei trockenen Verhältnissen. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, weil in meinem Kopf war immer drin, dass man unter widrigsten Bedingungen Raketen zusammengeschustert hat. Das funktioniert aber nicht, weil bei so einer Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit wird natürlich auch Hochtechnologie irgendwann anfangen zu rosten. Und deswegen muss man auf jeden Fall nochmal differenziert auf das ganze Thema schauen. Ich möchte das nicht kleinreden, das ist ganz wichtig, aber man muss darüber differenziert sprechen. Wenn es um Hochtechnologie geht, die kann man nicht in einem nassen Berg zusammenbauen. Und hier haben wir den Stollen. Und hier werden wir runtergekommen. Oh, könnt ihr aber. Leute, schaut mal. Ja, das wäre schon spannend gewesen, oder? Auf jeden Fall. Das wäre schon sehr, sehr spannend gewesen. Warte, lass mal das Licht. Mach mal ein Foto. Ja. Da ist der Stein. 25 Meter. In Summe? In Summe, würde ich sagen. Ja, kannst ja mal dein Ladegerät hochhalten. Ach so, ja. Ja, du hast doch dein Ladegerät. So, ich will das natürlich auch gleich nochmal zeigen für euch. Also hier haben wir nochmal einen Eingang. Ihr kennt ja die Karte gar nicht, die kann ich euch auch nicht zeigen, weil dann wisst ihr sofort, wo wir sind. Beziehungsweise, wie man hier hinkommt. Schaut mal hier. Dieser riesige Torbogen ist zur Belüftung. Beziehungsweise Entlüftung. Und da schaut mal, wie klein Mackie da im Vergleich ist. Der misst gerade mal die Höhe bis nach ganz oben. Und das sieht einfach so crank aus. Ist so hoch. Macht er mit Laser oder mit. Macht er mit Laser oder mit Akustik? Laser. Geh mal. Warte mal. Haben wir diese beiden Dinger da gesehen? Waren die über uns oder unter uns? Welche Dinger? Da sind doch so zwei Stöpsel. So, was haben wir hier? Boah. Oh. Ah ja, das ist der Verbindungsstollen.
für mal die Lampe hoch, bitte. Ja, die meine. Ah, ich hab eine. Tatsächlich. Ganz ruhig hier, ich bin hier. Ja, ja. Nee, ich muss nur gucken, wo ich. Mach mal den Gegenkopf. Dann nach hinten hinter dir. Boah. So. Was meinst du? Da, wo ich hochgegangen bin, am besten, ne? Irgendwas? Dankeschön. Bitteschön. Super. Geile Nummer, Alter. Dankeschön. Das war meine Revenge für die V2-Nummer. Also, das habe ich schon aufgeräumt. Also hier hat man, das sind alles Fundamente, die wir auf dem Boden haben. Der Steg ist noch original und die hat man einfach rübergeschoben. Aus Gründen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Aber das war im Krieg alles hier. Hier lagen auch Gerätschaften drauf, Maschinen, Tanks etc. Alles für die Treibstoffgewinnung, ne? Benzingewinnung. Ist das hier eine Verwerfung? Das ist eine Verwerfung. Eine große, ne? Wir haben mehrere so Sachen. Wir hatten ja auch einmal ein riesengroßes Problem mit einem Wassereinbruch. Da kam es richtig runter. Deswegen hat man die Stollenführung nochmal umgebaut. Weil das Gestein geologisch nicht so tragbar war, wie man es gedacht hat. Weil man eben auf so eine geologische Verwerfung gestoßen ist. Und das kam richtig runter. Gleich sehen wir auch noch Verbrüche. Die gehen bis zur Decke. Also wir gehen auf 10 Metern Höhe. Dann stehen wir am Oberkante des Verbruchs und diese 10 Meter, die runtergefallen sind, die gehen nochmal 10, 15 Meter nach oben. Geil. Gigantisch. Geil. Guck mal, hier waren sogar kleine Hunde. Oder Katzen oder so. Nee, das sind Füchse. Füchse. Die kommen nach vorne rein und die saufen auch hinten in den Nein. Auch die armen Kerle. Also, wie gesagt, hier ist der unaufgebaute Bereich. Und ihr seht, es gibt auf jeden Fall noch eine Nachnutzung. Genau, hier wahrscheinlich. Boah! Alter Schwede! Ich glaube es nicht. Ich höre Motoren surren. Guck dir das mal an. Das ist Brontal. Leuchte mal nach da. So, und das sind die sogenannten Oktogonen, das sind Hecker auf dem Boden. Das sind Maschinensockel. Warum die so gebaut worden? Also dieselbe Struktur gibt es, hat das angebliche Lüftungsbauwerk von Bergkristall, also St. Georgen an der Büse. Waren wir noch nicht, ne? Ja, ich war da schon, aber ich war da noch nicht drin, da kommt ja keiner rein, das Museum schon. Und da gibt es ja bis auf 100 Meter Tiefe. Das Pieps, ne? Ja, das ist hier der Betriebsraum, ne? Ja. Strom, ja. Junge, so, da geht's wieder raus. Ich guck mir mal so ein Oktagon an. Ja, wir müssen eh hier lang. Ah, super. Oktagon, für alle, die es nicht wissen, ist ein Achteck oder ein achtförmiges geometrisches Gebilde. Und da haben wir es auch mit einer umlaufenden Umfassung. Eine Drainage, ja. Eine Drainage, genau. Guckt euch das mal an, wie groß diese Oktagone sind. Also das sind Maschinensockel. Die Frage ist nur für was. Und die Höhe wieder ungefähr 10 Meter.
Hohoho, mega, oder? Und das Witzige ist, Leute, die stehen frei. Hier dieser Verbruch oder das Material, was da drin ist, das wurde nachträglich eingebracht. Bedeutet, jeder Oktogon stand einzeln. Vielleicht waren das aber auch Behältnisse für Treibstoff. Das könnte sein. Fragen wir ihn gleich mal. Oder schlagen wir ihn mal diese Idee vor. Boah. Das ist schon bemerkenswert. Also hier brauche ich definitiv die Marauder. Keine Werbung an dieser Stelle. Marauder 2. Aber ich frage ja immer wieder mal nach meinem Equipment. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, könnt ihr gerne auf meinen Affiliate-Link klicken, auf meiner Beschreibung der jeweiligen Videos. Dort habe ich alle meine Produkte verlinkt über den Amazon-Shop. Da entstehen euch keine weiteren Kosten. Wenn die mal im Angebot sind, kriegt ihr auch die Angebotspreise. Und wenn ihr die über meinen Link kauft, dann unterstützt ihr auch den Kanal. So, schaut euch mal an. Und bevor wir da reingehen, und hier sind auch Tanksockel, werden wir kurz mit dem Mäcki sprechen. So, der Mäcki war jetzt nicht unbedingt überzeugt von meiner Idee, dass hier vielleicht Tanks standen. Und das konnte man auch ziemlich gut widerlegen. Das ist das Schöne, wenn man jemanden dabei hat, der sich so intensiv mit der Materie auskennt. Schaut mal hier, finden wir nämlich Betonbolzen mit Gewinde im Boden. Und das scheint eher ein Hinweis darauf zu sein, dass hier noch weitere Maschinenfundamente drin waren, wo dann verschiedene Maschinen aufgebaut waren. Hier liegt sogar noch ein Kabel. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Und Mäcki sagte auch gerade, dass die Anlage ja eigentlich für was anderes gebaut wurde, als sie dann tatsächlich eingesetzt wurde. Und wir gehen jetzt hier diesen schmalen Gang entlang. 4 Meter hoch. 4 Meter hoch. Und auch ungefähr 3,80 breit, ne? Ja, so in dem Bereich. Ja, ne? Irgendwie so. Und hier seht ihr noch, hier waren die Tanks mit isoliert. Das ist die Isolierung der Tanks hier. Ach, krass. Rechts. Mhm. So, da waren die Tanks mit isoliert. So, und die Fundamente hat man auch einfach an den Rand geräumt, die Isolierung abgeschlagen, das Metall natürlich rausgeholt. Mhm. So, also man hat die Abbrucharbeiten durchgeführt, ne? Nach dem Krieg. Ja, ja, die haben das demontiert natürlich. Mhm. Also man war hier schon weit, wie ihr seht. Also es ist jetzt nicht so wie in anderen Uferlagerungen. 44 angefangen, das ging in Windeseile. Wow. Und hier waren vorher keine Stollen. Mhm. Das ist eine völlig neu aufgefahrene Uferlagerung. Asbestfasern, da machen wir einen schönen Bogen drum. Wir wollen ja noch lange leben. Jo, da könnte eventuell aktiv sein. Sah irgendwie eine Kamera fast aus. Also wirklich sehr, sehr spannende Anlage. Ich habe schon viel gesehen, aber das setzt dem auf jeden Fall noch mal ein Krönchen auf. Habe ich dir gesagt? Hast du gesagt? Habe ich auch gesagt, wir müssen hier unbedingt zusammen. Hast du gesagt? Ja, und wir werden bestimmt noch mal für das Abseilen wiederkommen, oder? Ich denke, vielleicht. Guck mal, ist das deutscher Stacheldraht? Oder Nachkriegszeit? Das könnte ja aus dem Zweiten Weltkrieg ja, sein. Ne? Ja. Interessant. Stacheldraht aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Futterdüsschen. So, ihr wisst ja, immer auf den Fußboden achten, denn dort können sich Dinge verbergen. Hier geht es auch nochmal weiter. Ich weiß nicht, ob das so eine, warum er das aufgebaut hat. Schaut mal da rein. Dass so ein Sprengstollen ist, um das Fuß zu sprengen, aber das ist normalerweise am Eingangsbauwerk. Mhm. Ich weiß nicht, was hier war. Wir können mal reingehen. Gehen rein, aber erstmal zeige ich euch. Alter, das ist einfach unglaublich hier, Leute. Guck mal, hier ist er. Ja, hier auch. Ja, ja, ist auf der anderen Seite auch, ne? So, und mir ist immer wichtig, dass wir euch maximal zeigen und maximal dokumentieren und auch mal näher rangehen oder auch mal verweilen. Zum Teil bekomme ich sogar mal Zuschrift, ey, du musst auch ein bisschen länger verweilen. Oh, die Videos gehen manchmal schon bis zu 2 Stunden. Ja, dann geht's das ist halt ein Verbruch. Ja, ne? Das gehen wir da hoch? Dahinter geht's. Ich gucke jetzt mal eben auf die Karte. Aha. Das geht da meines Erachtens nicht weiter. Aber das ist alles eingestürzt. Schaut mal, was das für ein riesiger Verbruch ist. Okay. Ja. 200 Meter sind wir hier im Berg.
Hier war der Dosti, 1990 am 2.8. Hier läuft die kleine Elektrolok, die die Waggons hier reinzieht. Geil. Das ist ja fett. Seht ihr da gleich, das ist die kleine Lok. Mach mal Licht aus. Kannst du auf den Knopf drüber ausmachen? So wenig jetzt. Schwierig mit dem Dunst, aber da seht ihr sie, glaube ich. Aber ich will noch ein paar alte Relikte finden. Das ist einfach krass, Leute. Es ist einfach so krass. Das ist einfach der Hammer. Boah. Das ist der Verbruch. Das ist die andere Seite. Ich meine, das ist impulsant, wenn wir da oben stehen und runter gucken, aber wir haben gleich noch so Dinge alle. Da müssen wir sowieso rüber. Sehr schön. Schaut euch das mal an, dass das riesig ist, wie schön das ist. Ja, also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was man hier damals unter der Erde geschaffen hat. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, hier sollte die Raketenforschung sein. Okay. Was ist besser, Porter oder das hier? Das hier. Ach, das hier. Das gibt es kein zweites Mal. Porter ist einfach nur ein Bergwerk. Ja. Das stimmt. Das ist für den Krieg, für die Geheimwaffen gebraucht. Bauzeit unter einem Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, Heraklit. Heraklitplatten. Wassertank? Das habe ich ja durch meine Follower erfahren. Das sind Heraklitplatten oder sogenannte Sauerkrautplatten. Und da will er jetzt hoch und gucken, was da drin ist. Brauchen wir nicht, oder? Ich muss gucken, was ich reinkomme. Ja, das ist ein Tank. Ja? Ist leer oder voll? Leer oder voll? Komm nicht weiter. Alter. Das ist gigantisch. Willst du mal eine Kamera haben? Oder schlecht? Das Problem, also. Wir können uns die gleich von hinten noch angucken. Also mein Kraftstofftank hier tatsächlich. Alles klar, komm runter. Da hat der fertige Kraftstoff drin gelockt, aber hinten haben wir bessere Einsichten in die. Ich hoffe, das Material kriege ich vom Mackie. Wir haben gerade ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ansonsten werde ich euch in einer anderen Episode mal erzählen, was wir gerade gemacht haben. So, ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder. Jetzt können wir den durchgehen. Dann sind wir den mit dem Aktiven. Und links und rechts, beziehungsweise rechts geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh ja.
Aber Verbruch? Ja, da hinten ist dann auch wahrscheinlich Ende. Und hier haben wir noch einen alten Bohrer. Das ist einfach atemberaubend. Und überall dieser Schleim. Und da ist das Verputz. Und das ist ein Tank. Ein riesengroßer Tank. Ist das oben offen? Ja, zu. Gehen wir gleich von hinten drauf. Damit da nichts reinfällt, ne? Ja, yeah. Da oben sind schon Flansche, um das fertige Produkt, also abzupumpen. Einzupumpen und abzupumpen. Das ist ein riesengroßer Lagertank. Und der ist die Hälfte von den Scheunen, das heißt so 4,50 Meter wird der. Boah. Gehen wir aber von oben rechts ab. Ja? Ja, ja. Weil hier könnte man theoretisch rein. Ja, da gehen wir aber gleich wieder runter. Ah, okay. Weil das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh. Schaut mal, Leute, ich versinke gerade in Modder. Boah. Die Teile. Hört ihr das? Das hört sich mal was richtig Geiles. Irgendwie echt crazy an. Scholz. Schulz. Man. Das ist ein Verbruch. Da müssen wir rüber. Wow. Oh. Aha. Und diese, warte, das erkläre ich gleich in die Kamera nochmal. Da erzähle ich jetzt gleich mal. Da gibt es mal einen zum Besten. Mhm. Und das ist die Pilotstollen. Jetzt kann man es mal schön sehen. Gib mal Suppe drauf. Siehst du, das ist der Pilotstollen. Und das hätte nach links, rechts, oben und unten in dieser Pilzwurm wäre noch weiter getrieben worden, wie wir es gestern gesehen haben. Der Pilotstollen ist das untere und da oben hätte man noch zweimal hochgegangen, nach links, nach rechts und dann hätte es genau so ausgesehen. Krass. Perfekt. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Mit dem Boden. Eine Leiter, eine alte. Und hier ist irgendwie wie Kohle. Dunkel. Ja, das ist rudimentärer Bereich, da brauchen wir nicht rein. Nee. Und hier ist direkt schon abgestützt. Schaut euch das mal an, wie da das aussieht. Mit den Beton, ja, die Betonschichten. Ja. Die haben da so ein Muster. Aha. Mega. Übrigens, das ist die Sofien SP36 Pro. Das ist meine erste Taschenlampe. Die habe ich jetzt mittlerweile im fünften Jahr. Die hat alle schon mitgemacht. Und die hat wirklich eine hohe Lichtausbeute. Warte mal kurz. Der Mackie sagt was? Sekunde. Kannst du mein Mikrofon auch nehmen? Das ist so ein Bolzen. Hier oben ist das Gewinde. Ne? Könnt ihr das sehen? Ansonsten müsst ihr näher rankommen. Das ist das Gewinde. Der ist in den Beton eingelassen. Das ist das, was im Beton festhält, was diesen Bolzen quasi verankert. So ein Stehbolzen, Standbolzen, wie sie auch immer heißen. Und interessant ist, über diese Fundamente wird erzählt, das ist eine Theorie, stammt nicht von mir, geht doch des Öfteren rum, dass das Fundamente sind für Aufzüge. Hier drin liefen Spindeln.
Und unter uns, unter dieser Anlage, soll noch eine weitere Anlage sein, eine tiefere Anlage. Das wird erzählt. Was da dran ist, da müsste man mal hier mit dem Bodenradar drüber gehen. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall existiert diese Theorie. Und ihr habt mal gesehen, dass hier drin tatsächlich diese Standbolzen, also dass hier oben drauf noch diese Standbolzen waren. Das heißt, hier drüber war irgendwas, was hier montiert war. Maschine, was auch immer. Ich weiß es aber nicht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und dieser Raum, seht ihr ja selber, er ist gigantisch. So Leute, wir haben uns ein bisschen fresh gemacht. Die beiden haben was gegessen. Und wir werden jetzt den Verbruch hochgehen. Der ist ungefähr 10 Meter hoch. Und dann kann man noch mal 10 Meter hoch schauen, weil der Verbruch heruntergekommen ist. Und Patrick wird uns unten filmen. Und wir gehen jetzt hoch. Okay, okay. Dann machen wir mal, nehmen wir mal jetzt diesen ja, kathedralhohen Verbruch tatsächlich mit. Majestätisch. So, gehen wir rechts hoch oder links? Hier so würde ich sagen. Mal gucken, dass hier klein ist der Boden. Jo, merke ich gerade. Also hier stehen wir auf dem Fundament. Ja? Mhm. Wir haben jetzt hier schon 2 Meter, was ist die, 3 Meter hoch, oder 2,50. Also das ist ein bisschen die Dimensionen. Das muss man mal auch wirken, dass man das 1944 mal Fiebing so gebaut hat. Ne? Unter Hans Kammler und Karl Fiebinger als leitender Architekt oder Ingenieur. Boah, guck mal, diese Abflusslöcher oder was das sind. Ja, da arbeitet natürlich immer der Stollen. Und deswegen muss das Wasser natürlich auch abtransportiert werden. Ja. Ja. Also schaut mal, ich stehe jetzt auf dem Niveau der Tunnelfürste, also in 8 Metern Höhe befinde ich mich hier. Der Blick nach unten, der ist schon gigantisch. Lass mal den Blick schweifen. Ja. Wir stehen jetzt auf 8 Metern, also auf, circa auf dem Niveau der Tunnelfürste, also der Stollendecke. Guckt euch mal, wie das aussieht. Ist das krass? Ja. Und hier, das ist alles eingebrochen. Oh mein Gott. Da ist die Verwerfung, ne? Ja, genau. Das ist hier die Verwerfung. Guck mal, das geht noch mal 10, 15 Meter hoch. Guckt euch das mal an. Das ist alles hier runtergekommen. Das ist alles eingebrochen. So. Kriegst du das so drauf? Ja, ja. Ich musste nur einen festen Stand erstmal kriegen. Ja, ja. Und überleg mal, wir stehen jetzt auf dem Niveau wirklich bis des Stollen, der Stollendecke. Wir sind 8 Meter gerade hochgekratzt. Wie riesig das Ganze ist. Guck mal, da ist Metall. Siehst du das? Ja? Jo, Blech, ne? Ja, mit Blech und Rohre und irgendwas läuft da. So, und jetzt dreh dich mal rum. Warte, ich suche mir erstmal einen festen Stand, weil du würdest das nicht sagen. Oh, ja, warte, schaut mal. Hab ich zu viel versprochen? Nein, ist super. Ist das geil? Ja. Patrick, kommst du hoch, wir filmen dich. Guck mal, ein Basseur. Du kannst hochkommen, wir filmen dich. Willst du jemanden? Ja, selbstverständlich. Ja. Aber wir messen dann nochmal die Höhe des Verbruches. Kannst du stoppen, ja. Reicht das vom Licht her? Ja, super. Ich will ja ein bisschen so die Umgebung einfangen, weißt du? Lass das mal auf dich wirken. Ja, gleich, wenn er oben ist. Komm am besten hier rechts von dir hoch. Schau hier. Kannst du dir was abnehmen, ne? Ja. Oder hier, also ich bin hier gerade ganz gut hochgekommen, hier. Das war eigentlich. Gib mir mal das Handy, dann kannst du. Gib mir direkt weiter. Jo. Gib mir die Lampe, dann kannst du komplett dich festhalten. So,
Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Siehst auch gut aus. Richtig steil. Richtig steil aus. So, dann akklimatisiere dich erstmal. Und dir gebe ich mal das Lämmchen. Wie geht denn die aus? Lange draufdrücken. Okay. Da dürfen wir jetzt keinen Dreck machen. Das müssen wir gleich unbedingt nochmal. Da muss ich auch nochmal drauf haben. So, Specken oder? Meinst du, das geht? Ich weiß nee, das ist. Nicht, das ist der. Das kann der Specken. Weißt du, was das ist? Das Fundament umgekippt. Das stand mal hier. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Ofenkaulen. Da hat man die Anlage ja auch gesprengt, damit sie durch die Deutschen nach dem Krieg nicht mehr weiter genutzt werden konnte. Stichwort Demilitarisierung. Und das scheint hier auch der Fall gewesen zu sein. Ist schon spannend, oder? Dass man nicht viel über diese Anlagen weiß. Und dass es keine Originalpläne mehr gibt. Gibt ja keine Originalpläne mehr, oder? Okay. Also nein, es gibt keine Pläne. Schaut mal hier. Und das macht das Ganze so spannend, Leute, weil man nicht genau weiß, was Fiktion und Realität ist. Und ich wurde tatsächlich auch durch Mackie schon häufig eines Besseren belehrt, wo ich gesagt habe, das ist nicht möglich. Aber mittlerweile glaube ich, dass vieles möglich war. Schaut mal, hier scheint es überall irgendwelche Gerätschaften gegeben zu haben. Überall sind fertige Betonsockel für Fundamente, für Maschinen, die irgendwie höchstwahrscheinlich miteinander verbunden waren. Drehbänke vielleicht Präzisionsfertigungsmaschinen, Abkant, ich weiß es nicht. Also ganz viele verschiedene. Hier ist der Knochen? Eine Deckenlampe. Ach so, hier Knochen. Vielleicht von dem Fuchs, ne? Nee, das sind Rehknochen, die waren beim letzten Mal schon da. Guck, da ist auch noch. Mhm. Jo. Rehknochen. Hat der Fuchs gegessen. Aber der Fuchs ist nicht mehr da, ne? Nein, der Fuchs, ja, der hat vor 3 Jahren. Ach so. 3 oder 4 Jahre ist das schon her. Guck mal, hier ist wie sternförmig ange. Ja. Bitte? Der Schwamm da oben, der war schon fett, also der ist wahrscheinlich explodiert. Und hier vielleicht die Dieseltanks für die Maschinen. Und da oben Befestigung für Kabel und was auch immer. Richtig groß. Und jetzt hier kommen wir wieder in den. Da oben ist eine Notlampe, oder? Notlicht, ne? Guck mal da. Guck mal, was ist das da oben? Das ist Licht. Ah, okay. Vielleicht mal noch da los. Ich weiß nicht, wo es da hingeht. Das ist einfach zu. Da ist eine. Geht zur Straße. Ja. Ist der Eingang. Okay, wir gehen mal hier noch ein Stück. Ja. Mega gute Anlage, Leute. Ich wechsle mal die Hände, damit ihr eine bessere Übersicht habt über die Anlage. Also hier ist wirklich sehr gut zu begehen. Hier Schotter ausgelegt. Boah, Alter! Das ist auch nochmal richtig krass. Da seht ihr sogar jetzt gerade besser als ich, weil die Kamera wirklich, ja. Boah, da. Was ist das denn für eine Halle? Unglaublich. Gigantisch, oder? Da hinten ist Licht, Leute. Ja, aber das ist ein Ausgang oder sowas. Das ist egal. Mhm. Da ist keiner mehr. Ja. Wollen wir da hin, oder? Ja, würde ich sagen. Wir Muss erkundet werden, Leute. Das kennst du auch noch nicht?
Ja. So, und hier sieht man noch die schöne Abbauwände. Mhm. Das ist Original. Wir haben noch ein paar Sachen nicht gesehen, das weiß ich. Guck mal, hier verschwindet das im Berg. Mhm. Rüber zur anderen Seite. Ja. Von oben? Ach so. Ah ja. Hier ist ausgebaut und hier ist nackter Fels. Und hier sieht man auch noch den ehemaligen im Gleis, genau, der Vortrieb. Die Maschine für den Vortrieb waren hier damals. Aber hier hat man schon komplett ausgebaut und hier. Guck mal, hier links, in rechts, Verbindungsstollen. Ja. Das ist der Grund, den ich alle gerade war. Mhm. Und da geht auch nochmal weiter. Ja. Vielleicht für Luft, vielleicht für Versorgung. Schwierig. Wir sollten mal drüben, glaube ich, laufen. Weil hier ist teilweise tief. Ja. Gute Idee. Dann laufe ich auch wieder durchs Wasser durch. Da hinten ist Ende. Hier sind so Haken drin. Auch hier Haken. Einen Bergmann müsste man nächstes Mal mitnehmen, der uns so ein bisschen verraten kann, wofür sowas ist. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Bergmann hier bei mir auf dem Kanal, dass der uns mal ein paar Informationen gibt, wofür man das alles so gemacht hat, wie wir das hier vorfinden. Dafür wäre ich. Ja. Diese Pfeiler. Backstein, vielleicht war hier so eine Art Büro, Planungsbüro, aha, oder sowas. Kann sein. So. Hier links ist da, wo wir gerade reingegangen genau sind. Das heißt, wir gehen jetzt hier gerade ausweichen. Ach, das ist für Bewährung. Ja, das ist möglich. Aha. Das bedeutet, man wollte den Stollen ausbetonieren und das ist die Bewährung dafür. Das ist sehr wahrscheinlich, wenn der hier rausguckt. Eine Schaufel. Aha, ich gucke gleich. Hier haben wir eine Schaufel. Und hier haben wir wunderschönes Kristallgestein. Guck mal. Da, da unten. Das ist richtig. Ja. Aber dafür habe ich jetzt keine Augen. So, und hier haben wir auf dem Boden die Original. Jo, sogar noch mit Nägeln. Wo die Gleise liefen, genau. Da waren die Gleise dran fest. Ja. Ausgebaut und viel Backstein, das heißt, irgendwas war hier noch. Und alles wenn wir jetzt den Weg schleichen lassen, haben wir so einen Raum in Gänze. Das ist mal richtig geil. Ich kann mich mal an. Wie gigantisch das ist. Aber ich weiß ja, ob die beim letzten Mal schon eingebrochen waren. Frei. Mhm. Die Drainagerohre. Ja. Ich glaube, die waren beim letzten Mal auf der Rundseite gar nicht eingebrochen. Ja, die haben sie, glaube ich, kaputt geworfen, so wie das aussieht. Ja, aber die schmeißt man in Beton. Nee, ich meine das hier, die Rohre. Ach so, die, ja, aber das hier links meine ich. Ich meine, die waren beim letzten Mal noch nicht kaputt. Man sieht auf jeden Fall, wie der Druck hier von oben auf das Element
Und das widerspricht auf jeden Fall die These mit Aufzügen. Boah, der ist ja aber hier auch schon. Mhm. Obwohl von oben ja alles tutti ist. Ja. Genau wie drüben auch. Ja, absolut. Oh, das geht aber tiefer rein als drüben, oder? Oh ja. Ja, vielleicht. Da sehen wir den Boden gar nicht. Vielleicht gibt es dann tatsächlich noch eine zweite Ebene. Also hier kann man es sehen. Hier kann ich den Boden sehen, aber hier nicht. Hier nicht. Haben wir eine Opfertaschenlampe? Nee. Guck mal hier. Hier sieht er alles. Mhm. Hier schwamm der Fuchs drin, siehst du, da kam der nicht raus. Ach, der arme Kerl. Da liegt der doch noch. Ja, ja, das da? Müsste der Fuchs sein. Ja. Gehen wir mal hin, gucken wir mal. Das arme Tier. Wollte wahrscheinlich trinken. Ja, ja, klar, sicher. Dann ist da reingeplumpt und nochmal weg. Jo, ach mein Gott. Ja, das ist der Fuchs. Der arme Kerl. Schaut mal an. Das war vor 3 oder 4 Jahren, wo ich hier war. Jetzt sieht er so aus. Scheiße. Ja, so schnell geht's. Ein Fehler gemacht, nicht wieder rausgekommen. Mhm. Er war alleine hier. Das ist ein Fehler. Ja, dunkel, ne? Mhm. Der wird wahrscheinlich hier so reingeknallt sein, weil er nichts mehr gesehen hat. Das kann sein. Er hatte hier kein Restlicht nicht. Ne? Hast du recht. Guckt euch mal die Dimension an. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht in die Löcher treten und den Gerold machen. Bei Füchsen oder Tieren werde ich immer sentimental, Leute. So Leute, da kommen wir her, von links. Da war der Fuchs. Hier haben wir nochmal einen ausgebauten Stollenbereich mit einem großen Rohr. Da geht ein weiteres kleines Rohr runter. Vielleicht für Wasser oder ähnliches. Schaut mal an, wie groß das ist. Das ist einfach gigantisch. Das scheint hier auch mal im Betrieb gewesen zu sein, nachkriegszeitlich. Man hat hier den Boden begradigt und die Elemente, die hier waren, hat man gesprengt, beziehungsweise, wie man hier sieht, versucht zu sprengen. Wird nur noch getragen durch die Stahlarmierung. Und die hat nur so ein bisschen Flugrost. Also da hat man schon wirklich sehr stabil gebaut. Und das Rohr geht da hoch, also scheint für Abwasser zu sein. Und hier hat man betonierten Mauerdurchgang, so rum. Ja, wir gehen bis da vorne, weil da hinten kommt nichts mehr, da brauchen wir nicht weiter. Mhm. Und hier haben wir einen angedeuteten See. Und hier ein Fundament. Den Blick wagen wir auf jeden Fall. Und nochmal der Blick zurück. Schon gut. Schon wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob der Mackie noch mal ein bisschen mehr über die Anlage herausfindet. Bitte? Kein Salz? Okay. Lichtspiele müssen wir natürlich auch immer machen. Und das sieht schon wirklich bemerkenswert aus. Das ist auf jeden Fall ein Foto wert, oder? Schon, ne? Das ist sicherlich nochmal ein absolutes Highlight, Leute. Schaut mal, wie hoch dieser Schacht da geht. Wo der hingeht, wissen wir nicht. Er kommt auf jeden Fall. Er führt von ganz oben nach ganz unten. Mündet dann in dieser riesigen Halle hier. Schaut euch das an.
So, da kommt mal her, Leute. War schon kurz davor zu sagen, das sieht ja alles gleich aus. Aber das hier ist nochmal besonders. 17 Meter Deckenhöhe. Das Stück ist tatsächlich 17 Meter hoch. Also das ist bis jetzt das Höchste, was wir haben. Es geht aber noch höher. Wir gehen bis auf 45 oder 50 Meter, ist die höchste Halle hier. Das sind riesige Ausmaße, riesige Dimensionen. Was wird ein Stück? Wasser. Mhm. Danke, Leute. Der ist offen von oben. Die Tankanlage, da bin ich mal hochgekraxelt. So, wir gehen jetzt mal auf den Tank und gucken uns da ein bisschen um. Also es ist wirklich in seiner Ausmaßung. Leute, da kommen wir her. Unterirdischer Tank. Und wir stehen jetzt hier auf und gute 5 Meter höher. Hier oder? Sind wir runter, beziehungsweise rauf. Schaut mal hier. Hier kommt man alleine und zum zweiten nie wieder raus. Und alles komplett trocken. Oh, das sind die Dimensionen hier auf dem Tank. Unvorstellbar. So, wir gehen jetzt schon. Das ist der Weg, das ist die große Alpen. So, halt jetzt noch was besser. Schaut euch das mal an. So, in so einen Tank habe ich gerade reingeguckt und hier sind die immer unterteilt. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß die innen sind. Riesig, einfach riesig. Und hier hätte man auch noch drauf arbeiten können, theoretisch. Ist das hier hoch? So, und wie tief geht das jetzt hier runter? 4,85 Meter. So, meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es wieder erkennt. Wir sind jetzt schon fast Richtung Ausgang gegangen und werden jetzt auch Richtung Ausgang gehen. Wir haben alles gesehen. Ah, hier sind wir zu weit. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, Adieu zu sagen. Und natürlich, klassische Abmoderation. Hat es euch gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Feiert ihr, dass wir solche krassen Locations besuchen und euch präsentieren? Wenn ja, dann lasst gerne mal ein Abo und ein Like da. Gerne auch mal kommentieren, wenn ihr Informationen habt zu dem Thema Bergwerk oder Hydrieranlage oder ob ihr generell Informationen über diese Anlage habt. Würde uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr uns da Informationen zukommen lässt, damit wir das Bild vervollständigen können. Und jetzt sind wir raus und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus dieser wunderschönen Anlage. Und ich sage danke Mackie, danke Patrick, war wirklich ein wundervoller Abend.